Ja, guten Morgen zusammen. Jetzt kriege ich so einen tollen Applaus und gucke mich hier um und ich frage mich, was machen Sie bloß alle hier? Sie strahlen, Sie sind gut drauf, wie ich draußen gehört habe, haben tolle Konzepte, haben Erfolg. Was wollen Sie noch dazulernen? Wo sind denn die, die immer so jammern? Die, die sagen, es läuft gerade schlecht und es ist alles so furchtbar in dieser Branche. Nee, ich freue mich natürlich, dass genau die da sind, weil das sehe ich weltweit überall. Die, die schon gut drauf sind, die schon viel wissen, die schon Erfolg haben, die sagen, Mensch, wie kann ich noch mehr lernen? Wie kann ich noch erfolgreicher werden? Und das haben wir heute Morgen auch gesehen. Die zwei rechts, habe ich gehört, saßen hinten, haben gesagt, wie können wir sofort nach vorne kommen? Das weiß ich. Und das macht es im Endeffekt aus. Erfolg heißt immer nach was Neuem suchen. Ja, der Gastronomie geht schlecht, das haben wir gerade gehört. Und da geben sich alle doch so furchtbar viel Mühe. Kennen Sie ja selber, Sie strengen sich ja alle an. Der Tisch sieht fantastisch aus, tolle Dekoration, super Stühle, super Blömscher, Hi-Fi-Anlage vom Besten. Ja, verdammt nochmal, so kommt keiner. Da sieht ja jede Wohnung zu Hause besser aus. Die Leute haben eine tolle Ausstattung, die haben ein tolles Design, die wollen Lifestyle, die gucken im Fernsehen, was alles passiert. Video, DVD, Blu-ray, alles da. Und dann soll jemand sich da wohlfühlen? Reisen Sie? Kennen Sie so eine Kiste? Schon mal gesehen? Da so ein paar zaghafte Raucher, die noch nicken. Das Besondere ist, das ist aber nicht eine Raucherkabine im Flughafen in Tokio, weil da dürfen Sie nicht rauchen, ist klar. Aber Sie dürfen auch draußen nicht rauchen, die steht draußen. In Chicago dürfen Sie in den Parks draußen nicht rauchen. All diese Dinge kommen auf uns zu, aber das heißt, da gibt es auch immer wieder neue Chancen. Wechsel heißt Chance. Also eigentlich das Wort Chance aus dem Griechischen kommenden heißt, das ist so der Kick für eine Veränderung. Und das im Endeffekt ist genau das, was wir im Moment haben. Viele neue Möglichkeiten. Coa, ein junger Betrieb, vor 6, 7 Jahren haben die den ersten gemacht. Es waren 2 Leute, die waren 35. Jetzt haben sie 6, 7 Betriebe. Das ist schnelles asiatisches Essen. Das sind deutsche Unternehmer, keine asiatischen. Die haben da mal gelebt, haben da mal Informationen geholt und die bieten gutes, günstiges Essen an, schnell und sind damit sehr erfolgreich.